So, hallo Driho, meine werten God of War-Fans und Let's Fets, Let's Play-Zuschauer. Wir machen hier weiter. Ich habe hier einen kleinen Tunnel entdeckt. Dieses Gekritzel. In der Nähe müssen Sädre sein. Vielleicht ist es das, was ich das letzte Mal übersehen habe. Vielleicht. Dass man von hier dann backtracken kann, um diese ganzen Rätsel zu lösen. Gucken wir mal. Aber hier kann man zumindest mal anlegen. Schauen wir mal, was hier so ist. Ich habe jetzt aber keinen Bock, eigentlich neue Rätsel lösen zu müssen. Okay, was haben wir hier? Ist das die Kugel, von der gesprochen wurde? Sieht ganz so aus, oder? Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, was sie macht. Glaubst du wirklich, sie lässt uns das verdammte Ding suchen, wenn es uns töten würde? Bringen wir sie ihr einfach. Oh. Okay. Das sieht aus, als könnten wir es noch nicht lösen, weil man muss erst da ein Gitterchen aufmachen und da irgendwas explodieren lassen. Das ja kann man benutzen. Aber das ist nicht das Ding. Ne? Das Hauptding ist, wie kriegt man das hier zum Beispiel verbrannt? Ist ja am Hintern der Welt. Ich würde sagen, nicht von hier zum... Oh, wahrscheinlich hiermit, oder? Oh, das war nicht so gut. Mach ich hier ein bisschen Zielübung, hä? Was? Wie hoch muss man zielen? Gut, haben wir das schon mal freigelegt. Und mal gucken wir mal. Kriegt man, das ist zwar Metall, aber es ist altes, ramschliges Metall. Muss man gut zwischen den ganzen Dingern durchwerfen und... Ah, man kann, das heißt, man kann die auch aktivieren, indem man mit den Bomben drauf wirft. Die haben jetzt auch geklungen. Vielleicht ist das das Rätselslösung. Oh, ich darf aber noch nicht das Neue nehmen, das ist ja eine Frechheit. Kann ich die anderen sozusagen jetzt noch mit der Axt erreichen oder was? Oder wie oder wo? Kann ich schon nehmen. Und da hätte ich jetzt mit der Axt drauf ballern können. Und zählt alles? Ist es offen? Nein. Es verschwindet ganz schnell wieder. Hm, dann war das nicht das Rätselslösung. Schade. Ich hab gedacht, oh, die ist aber sofort. Habt ihr das gesehen? Sofort. Gibt's die irgendwie mit Zeitauslöser? Nee, oder? Die sind nur bei Kontakt explodieren die halt. Jetzt habe ich beide zumindest ausgelöst. Und wie schnell kommen die wieder? Relativ schnell, ne? Es ist keine Chance, dass man da jetzt im Flug sozusagen, müsste man schon das nächste werfen können. Ja, wirft doch. Hat nicht gezählt, oder? So, vielleicht, ich habe gedacht, vielleicht noch mit den Siegelpfeilen spielen. Dass es sowas vielleicht bringen könnte. Was meint ihr? Könnte sowas klappen? Das wäre so mein nächster Versuch, aber da hören gerade die Siegelpfeile auf zu wirken. Das ist natürlich gar nicht cool. Aber es würde es auslösen. Okay, das heißt, ich muss nur schnell genug sein. Dann könnte das tatsächlich klappen. Oder was? Okay. Nochmal hier. Schöne große Kugeln. Ja komm, schieß, Freya. Muss ich so lange warten auf dich. So klappt das Rätsel nicht. Los, 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 los. Wieso niedrig? Wieso hat das jetzt nicht getriggert? Das nervt mich. Das ist gar nicht cool. Gut. Noch ein Versuch. Wieso triggert es das nicht? Das nervt. Endlich hat es geklappt. Also es war genau das. Ich musste es nur irgendwie 50 Mal machen, bis es dann geklappt hat. Meine Fresse. Was ein Krampf. Okay, dafür haben wir jetzt 3 von 3 davon, oder? Bududu, mehr Gesundheit. Party. Ist das Maximalgesundheit? Nee, bestimmt noch nicht, oder? Wir sind ja noch nicht so weit am Ende vom Spiel. Sind wir nicht noch ein paar Truhen, die wir damals gar nicht aufmachen konnten. Wenn wir noch eine Fähigkeit gar nicht freigeschaltet hatten. So. Jetzt. Das klang. Freunde können nicht mehr weit sein. Ist hier irgendwo ein Odin-Vögelchen. Klang kurz so wie, als wäre hier irgendein Odin-Vögelchen. Einfach so eine Truhe. Nicht versteckelt oder irgendwas. Ist bestimmt nichts Besonderes. Wir haben Lindas komplette Rüstung und ihre komische kleine Kugel. Bringen wir alles zu ihr? Klar, gleich, wenn wir hier fertig sind.
Okay. Musst du nicht einfach durchlaufen und das nehmen wollen? Das geht nicht, okay. Das hat viel abgezogen. Das hätte ich mal nicht gedacht, dass das so viel abzieht. Krasse Kiste. Im nächsten Kampf sterben wir wahrscheinlich dafür. Ist das was, was man von woanders vielleicht regeln muss? Vielleicht. Ach, guck mal. Vielleicht damit. Riesen, das sind viele Pflänzchen, meine Güte. Und da auch. Das ist ja Massen an Pflänzchen. Na, aber holla Driho. Da hätte es einen hier wirklich gekillt. Lass mal Freya wieder vor. Weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Warum Kratos die anderen vorlassen sollte. Da war noch irgendwas Blaues. Naja, wir müssen ja eh nochmal runter, oder? So wirkte es zumindest. Ja, genau. Und jetzt können wir da so machen. So machen. Nein, nicht so machen. Treffen müssen wir halt. Okay, können wir das vielleicht mit Freyas Pfeil regeln? Nein? Okay. Können wir die Axt auch drin stecken lassen? Machen wir Freyas Pfeil auch nicht, ne? So, was haben wir da jetzt gekriegt? Für ein bisschen Hacks wollt ihr mich veräppeln? Naja, das geschmiedetes Eisen seltener. Aber in Ordnung, dann halt so, wenn ihr mich veräppeln wollt. Irgendwas Aufschlussreiches? Wohl nicht. Seydr-Opfer. Ich fürchte, die Hingabe der anderen schwindet. Wenn wir die Asen aus Vanaheim verjagen wollen, müssen wir ohne Zögern handeln. Opfer müssen erbracht werden und wenn ich als einziges mutig genug dazu bin, dann soll es so sein. Im Leben schreie ich, im Tode singe ich, in Blut vertraue ich, ich bin die Vergeltung dieses Landes. Da drüben. War einer, die verlorenen Seydr-Geister, Freunde von Gunnhild. Die sehen nicht mehr besonders freundlich aus, oder? Hey. Langer Kombo, gefällt mir gar nicht. Er kann explodieren, Vorsicht! Ich will auf die andere Waffe wechseln, dankeschön. Das wollte ich machen. Ja, ich vergesse es immer wieder, dass die explodieren können. So, heilen, danke bitte. So, hier war die Truhe, die man so von da gesehen hatte. Ups. Alles klar. Ja, das sieht doch so aus. Jetzt würde man hier weitergehen können. Ja. Aber nehmen wir, glaube ich, die Axt für größere Reichweite. So viele Pflanzen hier, meine Güte. Schön den Gegner hinten aus Versehen getroffen, oder was? Beschütz dich selbst! Ja, danke für den Tipp. Yay! Gespielt. Und mal wieder den Balken fallen, das ist selten, hm? Da oben ist einer, ach du Schreck. Ah ne, eine Pflanze ist da. Okay. Können wir die irgendwie ausschalten? Ne, das war die, die man nicht ausschalten kann. Muss man in Deckung gehen. Okay, oder auch nicht. Kann man die Pflanze hier treffen? Ich weiß es nicht. Aua. Das war keine Absicht. Ne, das geht gerade nicht mehr, das Aufstehen, Bruder. Ja, aber eins hat's gebracht. Ich habe doch vorhin einen Odin-Vogel gehört. Da ist er. Ein Weiter für den Baum. Super. War direkt hier, bevor man wieder rausgeht. Ich nehme mal an, dass da unten zählt jetzt schon als gesammelt, oder? Also das hat's bestimmt gespeichert, ja. Gut. Und die Gegner hier sind ja auch nicht mehr da. Aber die Pflanzen sind wieder da. Na toll. Okay. Wie ihr wollt. Machen wir das nochmal. Ja, es hat in das reingezählt. Das ist cool. Trifft er mich jetzt trotzdem? Anscheinend. Hinter dir, Jose! Ja, dankeschön. Ich muss da trotzdem... Ah, da sind noch mehr Pflanzen. Scheibenkleister. Was soll denn der Mist? Also das ist wirklich kacke hier geplant. Meine Güte.
Ich will da überhaupt nichts mit zu tun haben mit diesen Pflanzen. Können die mich hier treffen? Hier irgendwelche Pflanzen? Nein? Dann kommt bitte hierher. Doch, da. Die Pflanze könnte mich vielleicht treffen. Und so ein endlich Combo mit die ständig blocken hier. So, bam, 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 das ist Schild voll. Und dann hier L1 benutzen. Und dann wieder warten, bis die Pflanze soweit ist. Und das Schild wieder voll. Und dann doppelt L1 benutzen. Und bumm, ihn wieder weg. Und dann wieder die Pflanze abblocken. Und so weiter und so fort. So. Du hast hier eine Pflanze in der Nähe. Nur der Gegner. Wollte ich nicht. Ne? Habt ihr auch nicht alle gesehen, was ich wollte? Ja, was will ich denn? Was meinst du denn, was ich will? Aber der hört nicht auf, den da anzuvisieren. Dankeschön. Er ist instabil. Zurück. Gut, wo ist die Mama-Pflanze? Das wollte ich noch rausfinden. Ich sterbe zwar gleich, aber ich wollte es unbedingt wissen. Ich habe die Ranken jetzt nicht wirklich irgendwo hingehen sehen, großartig. Ja, schieß mal bitte. Und so entladen, dass wir auch wieder blocken können. So, wo geht die Ranke jetzt hin? Da geht die Ranke hin. Erstmal nochmal den nächsten abblocken. Hat's jetzt getroffen? Ich hoffe mal. Ah, jetzt gerecht an den Dreckspflanzen. Ich wette, das habe ich nicht machen müssen, aber Rache muss sein. Nur die Axt lassen wir dann noch stecken. Müssen wir aber gar nicht. Geht so. Aber von hier irgendwo, da war doch noch ein Odin-Vogel. Können wir den von hier treffen? Wer weiß. Ja, zumindest hier noch nicht, wo ich gestanden habe. Wahrscheinlich hier nach rechts. Ja, da ist er. Jetzt ist zwar hinter uns wieder Gift, aber wen kümmert's? Yay! Noch ein Vögelchen. Wenn mir die Rüstung optisch überhaupt nicht gefallen hat von den Vögeln. Irgendwas Aufschlussreiches? Sag du es mir doch! Sind euch die Sätze ausgegangen oder was? An die Wannen von Vanaheim. Meine Schwester hat uns verlassen. Odin hat unsere Welt in ein Gefängnis verwandelt und Freya ist mit dem Schlüssel geflohen. Es gibt nur einen Weg nach vorne und der wird nicht angenehm sein. Wir werden zu den Waffen greifen. Wir werden den Asen zeigen, wem diese Welt gehört. Wir werden in den Krieg ziehen. Freyr. Ja, er ist ein bisschen verbittert geworden, aber er hat wahrscheinlich keine andere Wahl gesehen, nicht wahr? So, hier. Das Ding hier runterlassen, ne? Wunderbar. Und dann haben wir ja hier rechts was freigeschaltet von Weitem. Oh, erstmal ein Gegnergeräusch. Ey, guck mal, hallo. Na, wie geht's? Ich hier. Und komm her. Oh, nein, das wollte ich nicht. Das ist eine absolute Frechheit. In Ordnung. Aktivieren Barrage, bevor wir jetzt auf den Deckel kriegen, weil wir alle Fernkampf benutzen. Ja, dann habe ich schon mitgekriegt, dass die explodieren können. Dankeschön. Ja, ist ja Frechheit. In Rage und man kann nichts machen. Wenn man in Rage keine Fernkampfattacke hat. So, Hyperion-Zug, genau. Eingesetzt. So, und jetzt kann man hier runter und noch die Truhe abcatchen. Wunderbar. Und dann können wir rüber und die Kugel und das abgeben und das Quest abgeben. Ey, was ist das? Was ist das? Ist das eine leichte oder eine schwere? Wo steht denn das? Das steht hier gar nicht. Es ist ein schwerer Runenangriff. Wir haben unseren ersten schweren Runenangriff gefunden. Ein anhaltender Flächenangriff, der eine kleine Falle hinterlässt, die alle Gegner darin mit dem Status Frost belegt. Ja, top. Immer her damit. So, auf Axt wechseln und dann R2. Bam! Ja, geil. Guck mal, wie die Axt. Und dann pulsiert die so und alle sind vereiselt. Cool. Ja, gefällt mir gut. Ich muss sagen, wir ergänzen uns gut. Ich habe die Klugheit, Kratos die Muskeln und die Dame, Weisheit.
Magie? Der Fähigkeit, sich über längere Zeit zu ertragen? Ich wollte sagen, Brutalität. Geht auch. Gefällt mir nicht. Ist es getan? Es ist getan. Deine Freunde ruhen in Frieden. Gut. Und tut mir leid. Wäre ich hier gewesen, hätte ich das verhindert. Hältst du uns für Kleinkinder, die nichts allein entscheiden können? Nein, aber... Wir haben einen Fehler gemacht. Aber es war unsere Entscheidung. Du hättest nichts daran geändert. Auch hier nicht. Doch, bestimmt. Ja, du hast recht. Leb wohl, Brunhild. Die hätte euch beraten und auf andere Ideen bringen können. Klar hätte das was verändern können. Kratos, danke, dass du meinem Volk geholfen hast. Aber ich nicht. Sie waren bereits tot. Doch, hast du. Du hast ihren Geistern Frieden gegeben und meinem ebenso. Ich bin erleichtert. Genieß es. Es wird nicht anhalten. Du hast recht. Es gibt bestimmt noch weitere verdorbene Schwestern in den Welten. Du sorgst wirklich immer für ein fröhliches Ende, Bruder. Realistisches wahrscheinlich. So, dann können wir hier mit... Ah, nee, können wir nicht. Wir haben nicht drei Plätze. Schade. Ich wollte gerade sagen, dann können wir das. Aber wenigstens können wir dann jetzt die Rüstung und die Kugel abgeben. Die Rüstung herstellen. Gucken, was für die Kugel vielleicht noch irgendwas kriegen. Vielleicht Erfahrungspunkte oder so. Aber die Rüstung ist ja eigentlich schon wie die Belohnung. Dafür, dass wir ihr die Kugel besorgen. Ah, das Gesicht kenne ich. Ja. Wie konnten wir das übersehen? Lunda. Gut, an die Arbeit. Ja, jetzt, zeig her, was bringt dir die Kugel? Schön, vielen, vielen Dank. Helka will diese Kugel schon den ganzen Winter zurückhaben. Ist ihr Lieblingsspielzeug. Was so? Wollt ihr mich veräppeln? Dass du so vorsichtig warst, Bruder. Sei still. Er hat recht, Mimir. Zeig Respekt. Das Quietsche-Ding hätte unser aller Tod sein können. Und das war es auch fast. Lach nicht. Das fällt mir schwer, Bruder. Versuch's. Schon gut. Schon gut. Das ist wirklich eine Beleidigung. Sie macht uns zwar die Rüstung, aber das ist wirklich, dass sie sich das traut. Soll witzig sein, oder? Hahaha. Ha, ha. Liegt gut an. Okay. Angriffe mit bloßen Händen, Paraden und Blocks haben eine Glückschance, zusätzlichen Schaden zu verursachen und Gegner zu vergiften, was deren Kraft verringert. Alles klar. Das war enttäuschend. Aber in Ordnung. Dann halt so. Und sie steht unter Freunde. Nix da, Freunde. Eine alte Freundin von Brock und die Schmiedin von Freyjes Armee. Ihre Fähigkeiten scheinen denen der Huldu-Brüder in nichts nachzustehen. Sie steht ihnen auch nicht darin nach, zu schnell zu vertrauen zu werden und sich seltsam zu verhalten. Ihre Bemerkungen sind häufig verwirrend und schwierig zu deuten. Und ich bemerke, wie sie mich anstarrt, häufig. Aber wenn ihre Waffen stark sind, werde ich sie tolerieren. Nein, nicht tolerieren. Gib's ihr, der dumme Kuh. Meine Güte. Egal. So, jetzt können wir uns um... Ich habe nie gefragt, wie es war, den Kopf zu verlieren. Was soll ich denn sagen? Dass es gekitzelt hat? Ich bin nur neugierig. Wenn du Befriedigung aus meinem Schmerz ziehen willst, muss ich dich leider enttäuschen. Kratos war schnell und effektiv. Nicht wahr? Ich habe kaum was gespürt. Schade. Frecher, wie ich. Das ist jetzt richtig fies. Sie hat ihm irgendwie nicht ganz verziehen und will, dass er leidet und so. Schön, schön. Für sie. Alles klar, dann legen wir hier noch an. Einen kleinen Bonus auf dem Weg zu ihrem Hochzeitsplatz oder so. Den schädigen wir zuerst. Wen schädigen wir zuerst? Der hat am wenigsten Leben. Noch ein Wolf! Von links! Hat das überlebt? Er hat überlebt. So, jetzt weg ist er. Ja, das sind ziemlich viele. Da können wir unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Sieht schlecht aus mit unserem Leben. Oh, das wollte ich nicht. Das war Schattenkleid. Das war stylisch. Und hier Zufall. Aber muss auch mal sein. Ne?
Ja, mach so viel du willst. Dieses Endanvisieren nervt zwar tierisch, aber okay. Geht hier gerade voll in Rage und bam, 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 bam. Und bitteschön. Und, oh, das wollte ich auch nicht, das wollte ich. Bam, heißer Abschluss. Brennt er schon? Nee, er brennt noch nicht, schade. Jetzt brennt er. Ah nee, das war nur irgendein... Ah! Irgendein Dings, wie heißt das? Hey! Ja, hüpf nur ein bisschen rum. Okay, das sollte ich jetzt nicht. Was auch immer du gerade machst, nicht blocken. Irgendwas davon durfte ich anscheinend doch blocken. Weiß nicht wirklich, was es war, aber okay, das ist jetzt nicht wahr. Können wir da hin? In die Matschepampe. Okay. Trugschluss. Das sind wieder die unsterblichen Schildkröten. Nehmen einfach keinen Schaden. Sie sind unsterblich. Können wir die hochkraxeln? Sieht so aus. Also da wird es wahrscheinlich weitergehen. Komm, gib mir einen Pfeil. Dankeschön. So. Alles klar. Dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Wir haben ja diesmal ganz viel gelöst und ganz viel gekriegt und sehen gerüsteter aus, als man es von Kratos erwarten würde. Würde ich sagen, vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssikowski und bye bye.